Perfekt, danke euch. Super, danke. Ja cool, vielen viel Dank. Viel Erfolg für euch. Gell? Ja. Bei euch läuft es auch schon gar nicht besser, Tilo. Ja. Für euch teilen. Ja. Und dann machen wir mal das Sagen wir mal. Okay. Vielen Dank. Super. Dient und gut verdient. Du hast uns eine Studie eingerichtet und bei unseren beiden Autos fährt auch jemand noch. Ja, nee, du, lass mich ganz kurz überlegen bleiben. Nein. Vielleicht das, was da am Boden. Ich bin jetzt seit Wochen in ganz Bayern unterwegs und so viele Menschen sagen zu mir, sie haben keine Lust mehr auf diese ständige Hass und Hetze. Sie haben keine Lust mehr auf die Eskalationsspiralen und auf die Aggression. Sie wollen wieder eine Politik, die Mut gibt, anstatt Angst zu machen. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Das ist etwas, was wir hegen und pflegen müssen. Das ist etwas, was wir ausbauen müssen. Und deswegen müssen wir uns jedem in den Weg stellen, der unser Europa kaputt machen möchte. Egal, ob es ein Orban ist, egal, ob es ein Kurz ist, egal, ob es ein Salvini ist, egal, ob es Menschen in unserem eigenen Land sind. Wir sind proeuropäisch. Wir hier in Bayern sind proeuropäisch und wir lassen uns unser Europa nicht kaputt machen. Viele sind natürlich mit der jetzigen Regierung, mit der Alleinregierung von der CSU nicht zufrieden. Und irgendeine Alternative, die SPD ist anscheinend zu schwach. Und deswegen, bevor man dann AfD oder auch irgendwelche Linksgruppierungen dann wählt, ist die Mitte da noch mehr Richtung Grüne. Die CSU wird es wahrscheinlich ja wieder schaffen, sage ich mal, mit einer gewissen Prozentzahl. Aber die braucht einen Koalitionspartner und da finde ich eine Partei, die ein Kontrastprogramm hat, eigentlich geradezu ideal. Weil es muss nicht alles durchgehen, was die Schwarzen meinen, es ist für einer Gott.